Habe ich da jetzt gerade irgendwas gesehen, weil, dass ich da was wirklich Offensichtliches übersehen habe? Mann, was wollt ihr denn immer? Nee, du machst nichts. Doch, du machst was. Blüte, du produzierst Falschgeld. Weil du hier immer so rumläufst, die Falschgeld. Bei den ganzen Rätseln. Felix, Mann, sei doch mal ein bisschen cleverer. Er ist alles eher, bin ich, der so verplant durch die Gegend rennt. Hier, genau, jetzt können wir hier runter. Das habe ich vorher nicht gesehen, wie auch immer. Wie auch immer ich das übersehen konnte, ich weiß es nicht. Blau 4, oh Gott, hoch links. Oh Mann, und wir haben die anderen Farben auch noch nicht gecheckt. Kiste. Ein Elixier, ernsthaft? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Wirklich, das wäre nicht nötig gewesen. Die nutzen wir jetzt. Monster greifen nicht mehr so oft an. Was ist, wenn wir jetzt noch Vermeidung dazu machen? Greifen sie dann gar nicht mehr an? Monster greifen nicht mehr so oft an. Ja, wie auch immer. Den kann man nicht verschieben, okay. Alter, das ist wirklich so riesig hier. Glaub nicht, dass das gerade was bringt, oder? Da ist doch was im Weg. Ach so, oh cool. Dann bringt's ja doch was. Hätte ich das nochmal machen müssen, weil da hinten noch irgendwas... Nee. Hätte ich nicht. Vermeidung lässt nach, ja, von mir aus. Wahrscheinlich hat Vermeidung auch einfach die goldene Feder überschrieben, kann das sein? Ah, okay, rüber und dann die Felswand nutzen. Hier ist nichts, okay. Felswand. Blau 6. Eieiei. Das ist aber wirklich so ein gewaltiges Ding hier. Also ein großer Dungeon, wollte ich sagen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen missverdeutlicht. Oder zwei misslich, ich weiß es nicht. Kristalle. Felix untersucht den Synergy-Stein. Die PP wurden vollständig aufgefüllt. Ja, warum nicht? Das ist doch nett. Denn Vale sah zwar anders aus, aber ist ja auch hübsch. Okay, so ein großes Ding. Da können wir nicht dran vorbei. Okay, wir kennen... Macht immer noch so Blubbel. Ja, ich mach das erstmal, ich weiß nicht. Spuckt ihr jetzt? Die spucken jetzt, okay. Oh, okay. Ja, warum nicht? Mache ich gleich mit. Wenn ich schon mal da bin. Erstmal aktivieren, was geht. Okay,
Okay, dann kommen wir dadurch zur Schatztruhe. Alles klar, ich verstehe. Ja, das hat bestimmt wehgetan, der Sturz. Das waren ganz schön viele Stockwerke. Ich komme da aber nicht hoch. Was auch immer das Vieh dann bringt, ich weiß es nicht. Der Bohrerfelsen, alles klar, okay. Jetzt ist der Weg frei. Wir gehen mal hier den Weg wieder zurück, wo wir gekommen sind. Da hat sich ja jetzt einiges aktiviert, glaube ich. Schauen wir einfach mal, was wir da so finden. Genau, der war vorher, glaube ich, auch deaktiviert. Kann das sein? Nee, da kamen wir gar nicht rüber. Kommen wir auch immer noch nicht so, wie das aussieht. Nee. Im Moment nicht. Wahrscheinlich haben wir da jetzt den Weg frei, um außenrum wieder nach oben zu kommen, aber. Vielleicht ist das sogar der einzige Weg zurück. Ich halte es für möglich. Hier jetzt noch. Nee, da ging es nur dann außenrum, um da lang zu kommen, okay. Das ist aber auch wirklich ein Riesengebiet hier. Das ist unglaublich. Emu. Habe ich mich um die Djinns gekümmert? Habe ich nicht. Wölkchen. War hier links irgendwas? Die Truhe, okay. Ja, bei dem ganzen Wirbelwind hier, echt, ich bin inzwischen schon vollkommen durch den Wind. Durch den Wind bin ich. Und wieder ein Emo. Da kommen wir so immer noch nicht rüber. Aber da gibt es doch noch mehr, oder? Da ist doch noch was hier. Da links waren wir doch noch gar nicht, ne? Von irgendwo anders aus müssen wir da bestimmt noch irgendwie hinkommen. Ist das crazy? Oh, eine Beschwörung. Die wollen wir haben. Ghoul und Mumie. Ich glaube, die Mumie bringt mehr EP. Glaube ich einfach mal. Ich weiß es nicht. Aber dem Ghoul sind wir auch schon vorher begegnet. Und der Mumie erstmalig hier. Ja, müssen wir wegschieben. War das hier der richtige Weg? Von da kamen wir doch, oder? Ich glaube, von da kamen wir. Ach Mann, warum muss das so verwirrend sein? War hier rechts noch irgendwas? Außer ein Emu? Das war der Weg. Ja, keine Ahnung, wir gehen ihn einfach noch mal. Aber
Aber ich glaube, da geht es auch nur dahin, wo wir jetzt gerade eben sowieso gelangen. Ah, Moment. Hahaha. Der war vorher inaktiv. Das heißt, wir können jetzt irgendwas mit dem Felsen hier machen. Ah. Hä? Das check ich nicht. Weil wenn ich das jetzt so mache, dann geht er bestimmt zur anderen Seite. Ja, der ist weg. Und ich komme auch nicht schnell genug rüber, ne? Nee. Den haben wir schon weggeschoben. Oh, Alter. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, wozu das Ding hier gut sein soll. Das hat bestimmt so viel Power, dass es den die Säule mitträgt. Irgendwas muss die verschiebbare Säule ja gut sein. Genau, bumm. Haha. Okay. Wieder ein Rätsel gelöst. Mumien. Mumien! Ich hoffe mal, dass wir noch irgendwie ein paar Feuer-Djinns kriegen. So ein, zwei Stück wären cool. Okay, dann kommen wir jetzt auch hier rüber. Wo auch immer wir dann landen. Och, noch. Ah, die Beschwörung. Ja, ja, Beschwörung. Alter, Tobak. Also, ich habe es nur mal kurz vorgelesen. Wir können nun Flora beschwören. Flora benötigt zwei Jupiter, ein Venus-Djinn. Okay. Dann können wir die Darmflora beschwören, oder? Ich weiß auch nicht. Was für riesige Wege. Ja, das böse Rätsel, ich weiß noch, genau. Boah, wie kriegen wir denn jetzt das Ding da weg? Wir kamen darüber, haben. Moment, das haben wir doch schon mal gemacht. Oh, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, was wie das war. Also das hier auf jeden Fall so. Nee, Moment. So. Hier war der Hammer. Und die Säule hat man, glaube ich, draufgeschoben. Einfach nur, kann das sein? Ja, so war das, genau. Und wenn wir das schon frei gemacht haben, warum ist das denn jetzt wieder nicht mehr frei? Ergibt doch keinen Sinn. Diesmal nehmen wir nicht den Fahrstuhl. Weil wir vorhin das Ding verlassen hatten, oder warum?
Mann, jetzt geh doch da runter. Die Frage, ob das überhaupt notwendig war, weil eigentlich müssen wir ja, glaube ich, nur noch zurück. Genau, weil das hatten wir ja schon. Aber da geht es ja jetzt wieder weiter, ne? Zurück war... Oh Gott. Hier lang. Ah ja, hier. Uiuiuiuiui. Genau, und wir kamen von hier, meine ich. Nerv mich doch nicht, du blöde Mumie. Spike macht Asche aus dir. Nee, das bringt immer noch nichts. Ah, jetzt sind wir hier. Okay, dann kommen wir jetzt zur Truhe. Haben wir gerade noch abgepasst, das Ding. Fläschchen, juhu. Egal, Fläschchen ist Fläschchen. Hier oben noch was? Nee, ne? Nee. Wir gehen jetzt trotzdem noch mal kurz wieder hier lang. Weil da ja noch dieser eine gelbe Gang war. Oh, was war denn der Blender? War das Erde? War Erde, oder? Nee. Auch Wind? Ich weiß es nicht. Nee, blau wollte ich sagen, das Blaue. Ja, puste mal. Ich werde erstmal hier unten lang laufen, bevor ich da lang schwebe. Ah, ja, guter Gedanke. Okay, da müssen wir auch noch irgendwie rüberkommen. Jetzt können wir das Ding verschieben. Nur die Frage, was wir davon haben. Ah, dann kommen wir zur Kiste. Die wollen wir natürlich haben. Keine Ahnung, Verteidigung, Asche, Hauch und Verteidigung. Das läuft schon. Gegengift. Hat irgendwer schon Gegengift? Ja. Kotz mal. Das Fläschchen geben wir auch an Jenna. Ich glaube, hier kann ich jetzt einfach mal kurz die Speed-Taste drücken, damit es ein bisschen schneller geht. Ich glaube, das war sinnvoll. Klarheitsreif. War damals bestimmt auch cool. Hebwindkraft ist auf jeden Fall dann was für Cosma. Cool, stärkt sogar noch die Verteidigung, weil sie noch die weiße Haube getragen hat. Cool, cool. Dann hat das da doch ja noch ordentlich was gebracht. Okay. Dann kommen wir hier... Ja, okay. Dann müssen wir das Ding wieder runterschieben. Jetzt machen wir da auch wieder kurz mit Speed-Taste, damit es schneller geht. Hüpft. Ernsthaft? Ach komm, da hättest du jetzt ruhig rüberhüpfen können, Felix. Nimmst mal ein bisschen Anlauf, dann geht das schon. Asche, Fauch, Verteidigung. Ja, hochgerechnet ist es doch noch ein bisschen EP, die wir jetzt hier mitgenommen haben, ne? So, den rüber.
Dann ist der Weg zurück schon mal gesichert. Okay. Schon wieder außenrum. Alter Schwede. Also wenn ich sage, dass das Gebiet hier weitläufig ist, dann ist das dem Wort weitläufig noch geschmeichelt. Alles klar.